kaum zu glauben, aber wahr. Yippie, yeah. Tralalala. Punkt. Ausrufezeichen. Fragezeichen? Das Abenteuer geht weiter. Und mit dieser formschönen Szene begrüße ich euch zurück zu Spyro 2 Riptor's Rage in der Reignited Trilogy Version. Wir sind hier wieder in Bruchhügel, da haben wir beim letzten Mal aufgehört, in der letzten Session. Ja, und jetzt steht uns eine sehr lustige Aufgabe bevor. Doch vorher müssen wir nochmal die ganzen, wie heißen sie jetzt hier? Ne, Erdwürmer heißen sie nicht mehr, ne? Erdformer heißen sie, glaube ich. Die müssen wir nochmal alle befreien, beziehungsweise eigentlich müssen wir fast das ganze Level nochmal machen. Bis wir dann das machen können, was wir eigentlich zum Fortschritt machen wollen. Ja. Ach ja. Ach, schön. Danke für die Rettung. Aber es sind noch mehr Satyren in Stein gefangen. Satyren in Stein gefangen. Alles klar. Wir quatschen natürlich noch mal kurz mit allen. Dauert ja nicht so lange. Hallo, Herr Drache. Für einen Vierbeiner bist du ganz hübsch. Ich würde dich gerne im Tempel rumführen. Aber ein paar gemeine Erdwürmer haben ihn in Stein eingeschlossen. Oh. Ja, vielleicht quatsche ich doch nicht mit allen. Ich meine, wir haben es ja in der letzten Session alles schon gehabt. Ist ja nicht so, als wenn das jetzt hier was Neues wäre. Ich finde das voll gruselig, wenn nur dieser Baumstamm mit diesen Augen da ist. Weiß ich nicht, das ist irgendwie sehr creepy. Achso, ist ja kein Drache. Ha. Ist ja kein Drache, den ich befreien kann und einfach nur auf die Plattform drauflaufen muss. Wir sind hier nicht in Teil 1. So. Mein übliches So, was mir selber ja eigentlich kaum auffällt, außer jetzt gerade. Tschüss. Ey! Wo kommst du denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Das ist genau. So. Ja, komm mal her. Schweinchenpick. So. Oh, das wäre fast Kannibalismus gewesen. So Baum-Kannibalismus. Was für eine Nuss? Kannibalismus. Ach ja. Ich freue mich wieder, Spyro zu spielen. Ist jetzt knapp 4 oder 5 Tage her seit der letzten Session. Also ein bisschen Zeit ist vergangen. Erst, ich lerne auch nicht dazu, ne? Ich will einfach nur auf die Plattform drauflaufen und denke mir dann, ah, da könnte ich sie ja mit befreien. Nö. Heißen die dann im Englischen Terramorphus, fragt der Platinkeks im Chat hier auf twitch.tv/DaveDurnTV, wo ich meine Let's Plays live aufnehme. Das heißt, wenn ihr mal dabei sein möchtet, dann folgt mir einfach auf Twitch, meldet euch an und ja, könnt gerne mitkommentieren im Chat und vielleicht lese ich dann eure Nachricht dann auch vor, wenn es irgendwie passt, natürlich. Ich finde es cool, dass denen hinten irgendwie so Blumen wachsen. Sehr, sehr schön. Wobei ich mich frage, es ist ja immer dieselbe Melodie. Wenn diese Melodie grundsätzlich die Fähigkeit hat, diesen Felsen wegzusprengen, warum reicht es dann nicht, wenn man einmal diese Melodie hört? Also, weiß ich nicht. Oder ein Satyr die Melodie immer und immer wieder spielt. Ja, oh, cool aus, die Viecher. Wobei oben so ein bisschen von der Schnauze her, so ein bisschen affenmäßig fast schon, finde ich. Und wenn man sie von weiter weg sieht, könnte man meinen, die halten irgendwie so ein Babyschwein im Arm, statt einen Dudelsack. Aber ist so oder so süß. So wie er. Oh.
So eine kurze Melodie, aber so schön. Nach Hause weg. Wie schön, frei zu sein. Jetzt musst du nur noch einen Satyr retten. Ja. Machen wir. Satyr. Wow. Das war... The Close Combat. Würde man im Englischen sagen. Wenn man denn möchte. Manchmal möchte man ja nicht. Flong. Ach, jetzt auf einmal so viel. Du hast alle Satyren in den zerbrochenen Hügeln befreit. Jetzt solltest du den Tempel erkunden. Genau, da muss ich mich glatt räuspern vor lauter Fortschritt. Vielleicht als kleine Auffrischung für euch. Warum sind wir wieder hier? Manche von euch werden sich erinnern, okay, wir waren hier doch schon, warum sind wir jetzt wieder hier? Nun, Kinder, das hat einen besonderen Grund, nämlich, dass wir jetzt eine neue Fähigkeit gelernt haben, den Kopfstoß. Und den können wir hier benutzen. Mit ihr muss ich eigentlich nicht reden, weil wir haben den Talisman ja schon. Wir haben uns quasi gerade nur das Tor zu sonst wo freigeschaltet, nach Hause. So, euch muss ich aber töten, denn ich brauche ja Seelen, sage ich jetzt einfach mal, die Geistpartikel. Übrigens auch eine große Änderung zum Original. Dort hießen sie Geisterpartikel, hier heißen jetzt nur noch Geistpartikel, ist mir aufgefallen. Ach, oh. Mach Mut. So. Manfred, Wolfgang. Das sind immer so diese beiden Silben, die einen... Wow, ziemlich animieren, muss ich gestehen. Na komm, hau. Yes. So, das hier haben wir beim letzten Mal schon, genau, eingesammelt. Ich finde das so cool. Weil dieser Raum hat sonst eigentlich keine Bewandtnis und sie hätten dieses Interieur nicht designen müssen. Aber sie haben es einfach getan. Und ich finde das so cool. Ich mag sowas. Schön. Da noch? Ich gucke gerade, ob hier irgendwelche Easter Eggs sind, aber ich glaube nicht. So ein Bild von Nathan Drake zum Beispiel oder so. Ach, falsches Spiel. Ey, wovon redest du? Tja, manchmal frage ich mich das auch. So. 17. Waren es 18? Ich weiß es nicht. Naja, deine Freundin habe ich schon befreit. Ach, cool. Bam, boom. So. Wir gehen jetzt mal... nicht dahin. Entschuldigung, das war gerade vielleicht etwas laut. Da hinten möchte ich hin. Ah, Kacke. So, das habe ich eigentlich alles schon eingesammelt. Genau, hier ist ein Schaf. Ist jetzt eine Stufe... Ja, es ist ein Level aufgestiegen, wie ihr gesehen habt. Ist eigentlich deine Stimme mit dem Spiel synchron? Das müsst ihr mir sagen, das weiß ich nicht. Sascha, erzähl mal, ist meine Stimme mit dem Spiel synchron? Oder nicht? Sowas müsst ihr mir dann sagen. Das ist doch eigentlich auch klar. Das sage ich auch immer wieder. Dann sagt mir bitte Bescheid, ob das synchron ist oder nicht, weil... Ja, wäre schon schön zu wissen. Audio-Eigenschaften. Müsste aber eigentlich synchron sein. 900 habe ich hier drin.
So, ich gucke nochmal eben ganz kurz. Geht sofort weiter hier in der Aufnahme, keine Sorge. 900, 900. Ach so, na gut. Machen wir es mal. Ich springe jetzt hoch. Ich springe jetzt hoch. Eigentlich müsste es synchron sein, weil ich habe nichts geändert an Einstellungen, soweit ich weiß. Ich experimentiere mit einem neuen Trank und würde ihn gern testen. Aber wegen der Erdformer traue ich mich nicht raus. Wärst du wohl so nett, mich zu begleiten? Eskortierst du mich? Solltest du eigentlich sagen? Toll! Halte die Erdformer einfach von mir fern, dann bringe ich den Trank zu Jäger. Das klang jetzt gerade ein bisschen fordernder. Ja, 4 von 5 Sterne ist angemessen. Durchaus. Ist das dieselbe Route, die er sonst auch immer nimmt? Ich habe diese Aufgabe geliebt. Bringst du mich an diesen Erdformern vorbei? Ja, mache ich. Und Platin-Keks bestätigt mir im Chat. Das war also jetzt zu 93,7% synchron. Das reicht mir voll und ganz. Ja, ja. Ich halte die von dir. Wieder zurück? Ja. Nein, oder? Meine Füße fühlen sich schon besser an. Passt du bitte hierauf auf? Das habe ich jetzt nicht auf Anhieb geschafft, oder? Das glaubt mir doch keiner. Das glaubt mir doch keiner. Wenn du schon da bist, würdest du mir helfen, diese sturen Erdformer loszuwerden? Gut. Jo. Wenn ich einen Erdformer mit einem Pfeil treffe, machst du einen Kopfschuss, bevor er wieder hochkommt. Du weißt ja, erst springen und dann Aktion drücken. Also ganz ehrlich, man kann mir echt sagen, was man will. Ich habe das, glaube ich, in der letzten Session auch schon angemerkt. Aber ich mag die Synchronstimme von Jäger. Ich mag die wirklich. Ich finde die super. Echt. Die ist so cool. So, dann wagen wir uns mal ran. Na komm. Bam. Bam. In die Klöten. Na. Ich darf nicht nochmal getroffen werden. So. Bam. Bam. Cool. Wir sind ein tolles Team. Hier, das wollte ich dem Alchemisten geben. Aber ich bin gerade sauer auf ihn. Er hat dich gerade befreit. Warum bist du jetzt sauer auf ihn? Hä? Es gibt so manche Sachen auf dieser Welt, liebe Kinder, die muss man nicht verstehen. Wie zum Beispiel das hier. 50 Kugeln haben wir. Geil. Alle Kugeln gesammelt. Level komplett. Sind wir nicht einfach nur geil? Antwort: Ja, das sind wir. Cool. Und jetzt steht er einfach hier in der Weltgeschichte rum und macht gar nichts mehr. Ach, Jäger. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich mag dich total. In diesem Teil auch, vor allem jetzt irgendwie. Ich mochte ihn auch im Original. Versteht mich nicht falsch. Natürlich auch wegen der Synchro, die, ich sag mal, ich hoffe mal, absichtlich so war, wie sie war. Weil Erich Redmann ist eigentlich kein schlechter Synchronsprecher.
fange ich sogar stottern an. Stottern. Bam. Kamikaze-Angriff aufs Schwein. Du Schwein. So. Komm her. Nehmen wir ein bisschen Energie mitnehmen. Warum nicht? Da vorne. Komme ich von hier? Ja. Ah, fuck. Ja, danke. Das hat sich echt gelohnt. Das hat sich echt gelohnt. Wow. So. Frank und sein Chat haben sich so schön über Jäger beömmelt. Ja, schreibt der Super Flash Crash gerade. Genau. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Ist ein sehr, sehr netter Typ. Also, weiß ich schon länger, aber der liebe Funk Royal, schon lange Let's Player und Let's Play Livestreamer sozusagen. Auf Twitch hier auch. Als Royal Funk allerdings dann andersrum quasi. Aber der Funk Royal, der gute Max aus Berlin, der spielt momentan zum Zeitpunkt dieser Aufnahme das Original Spyro 2. Und Medieval zum Beispiel, er hat momentan so eine PlayStation 1 Phase und ich liebe diese Streams von ihm. Ich mag ihn sowieso, wie er kommentiert und so. Er ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen zurückhaltender und so, aber trotzdem halt sehr cool. Das mag ich. Ich finde ihn sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen, den Typen. Den Typen. Das klingt auch so, weiß ich nicht. Den Kerl. Nicht den Nino, aber den auch. Aber ist ein anderes Thema. Wir verlassen das Level. Ja, und jetzt hört er wieder auf, Musik zu spielen, dann ist wieder alles scheiße. So läuft's doch immer. So läuft's doch. Und wie es auch immer läuft, sehe ich gerade, soll ich vielleicht mal meinen Tee trinken. Was mache ich denn hier eigentlich? Ist aber wieder eisekalt hinterher. Das muss doch nicht sein. So. Cool, cool. Es geht sofort weiter, aber ich muss mal eben kurz einen kleinen Schluck Tee trinken. So viel Zeit muss sein. Sehr, sehr schmackofatzig. So. Dann werfen wir mal einen Blick in den Atlas. Wintertunde haben wir angefangen. Das haben wir auch alles fertig. Das sieht echt gut aus, was wir bis hierhin so geschafft haben. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück in die Tundra. Denn hier haben wir soweit alles abgegrast, was wir abgrasen wollten. So. Wintertundra. Schauen wir mal, was wir heute so schaffen. Ich meine, so viele Level gibt's ja da nicht. Ich frage mich gerade, wo meine PlayStation 4 so laut ist. Vielleicht fällt es mir auch einfach nur mehr auf heute. Das kann natürlich auch sein. Merkwürdig, merkwürdig. Wobei das hier doch eigentlich auch, ach, vielleicht deswegen, die späteren Level sind ja zum Teil welche, die nicht auf der CD, beziehungsweise auf der Blu-ray-Disc müsste es ja eigentlich sein, verfügbar sind, auch vorhanden sind, sondern die dann heruntergeladen werden. Zaubersumpf. Ja, warum nicht, ne? Fangen wir doch damit einfach mal an. Chronologisch. Ich überlege gerade, was der Zaubersumpf war. Ach doch, ich glaube, ich weiß, oder? Nee. Das Spiel hat generell lange Ladezeiten. The German Wizard, guten Abend. Ach, das war das.
Jo. Und das, würde ich sagen, ist doch ein netter Cliffhanger für die nächste Session. Für die nächste Folge. Und ich werde übrigens schon sehr motiviert hier im Chat. Dort wird gesagt, oh, du wirst krepieren. Hart. Danke, Simon. Danke fürs Mutmachen. Die PlayStation 4 ist bei mir auch manchmal so laut, als würde sie sich mit meinem Soundsystem battlen wollen. Ja, manchmal ein bisschen merkwürdig irgendwie, ne? Macht mir fast ein... Was? Der wirft mit Wumperfrüchten. Wie geil. Ach, wie cool. Ich liebe sowas. Okay, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Und ich freue mich auch schon auf die nächste. Ihr euch hoffentlich auch. Bis denn und tschüss. Euer Dave.